Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei diesem tollen Spiel. Genau. Du belebst wieder, nehme ich an, weil du keine Schriftrolle verbrauchst. Ja. Ich muss kurz heilen. Ja, alles gut. Mann, oh Mann, was ein Kampf. Ja, ups. So, hier rüber gehen und dann letzte Ölung. So, wir fahren beim Looten. Ja, bist der Lootmeister, also. Hättest du gern den Kraken gelootet? Hast du schon in der letzten Folge gesagt, und da habe ich gesagt, wir haben ihn ja nur vertrieben und nicht getötet. Echt, das hast du gesagt? Das ist lange her. Kann ich mich kaum mehr dran erinnern. Es ist nicht mal 10 Minuten her. Doch, ich habe doch mehr als 10 Minuten gebraucht. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Keller. Ich will aber erstmal zu Ende looten. Ja. Man lootet das Ganze währenddessen. Eigentlich wollte ich in dieser kurzen Pause bin ich auch schnell was essen gegangen. Und wollte mir überlegen, wo ich die Punkte investiere, die ich habe. Wolltest du das? Ja, ich wollte es mir überlegen, genau anschauen und sozusagen. Verdammt. Gut, welche Level haben wir? 17. Wir haben einen Level 20er Kraken getötet. Die Tentakel waren nur Stufe 18. Ich weiß. Sind wir alle 17? Ja. Es dauert nicht mehr lange, bis wir dann Stufe 18 haben. Ja, sehe ich auch unten am Balken. Hm. Er hat bestimmt viele Erfahrungen gegeben. Also es war auf jeden Fall fünfstellig mit einer 3 vorne, glaube ich, ne? Ja. Glaube ich auch. Ja, gut, geht. Wir brauchen ja auch eine ganze Menge. Ein Schild. Was für ein Schild? Weiß ich noch nicht. Das ist noch nicht untersucht. Obwohl dieses Schild, die was ausweichen, reflektierte Schaden, 10% Blockwahrscheinlichkeit. Ich hätte gern ein Schild, der, sagen wir es mal, 90% Blockwahrscheinlichkeit hat. Der hier hat gar keine. Hat mehr magische Rüstung, aber dafür sind die Sachen. Nee, ich behalte das, was ich habe. Gehen wir zum Keller rüber? Weil da kann man ja erst rein, wenn man am Kraken vorbeikam. Ja, hast du alles gelootet? Ja, also hier vom Kampfplatz habe ich das meiste mitgenommen. War ja jetzt nichts Besonderes. Könnt ja keinen Boss looten. Gut. Dann runter mit uns. Boah, ich nehme nicht mehr jeden Scheiß mit. Ja, hättest du doch nur die Stärke. Stiefel des Gläubigen. Wirkt Glück für alle? Ja. Also okay. Glücksbringer, wenn du das meinst. Ja. Ja, hier ist aber auch kein großer Loot drin. So, was waren das für Schuhe? Erfordern erstmal Intelligenz, haben auch gute magische Rüstung im Vergleich zu meinem Stufe 15er Gegenstand. Yo. Ich hab die mal angezogen mit der Staria. Ich hab mir vom Keller mehr erhofft. Ja.
Auf dem Schiff ist noch eine Truhe. Kann man? Ja, kann man von der anderen Seite. So. Ja, ist gut, das Frühstück zu haben. Was gab's denn Leckeres? Ach, einfach nur Brötchen, aber es gibt was gegessen zu haben. Ich habe heute bis... habe ich dir das schon gesagt, bis wann ich gemacht habe? Ja. Okay. Das ist eigentlich komplett außerhalb von meinem Rhythmus. Aha, du hast also einen Rhythmus. Ich hatte einen. Das ist auch noch meine Falltür. Das kenne ich nur zu gut, mein Freund. So gespeichert? Yeah, hier gehen wir gleich rein. Erstmal die Truhe, da ist nämlich... Ich habe nur mal hier gesehen, da ist mehr. Glaube ich. Also mehr als im anderen Keller. Soll ich Regen machen? Nee, ich will. Ach, mein Gott. Ach so, Regen meintest du. Hab ich doch gesagt. Ja, ich bin gerade ein bisschen groggy doch. Nach dem Essen immer noch groggy? Bleibt denn mein Skelett? Ja, ist gerade ganz komisch. Ein Amulett, was ein Geomantie-Zauber gibt. Und ein offiziell aussehender Brief. Okay. An alle weißen Magister an Bord der Schreckensfürstin. Dallas und Fredemann sind auf dem Weg zu den Magisterunterkünften. Was machst du da? Und eigentlich kann nur das Feuer löschen und habe nebenan gezielt. Dass es euch getroffen hat, war unabsichtlich. Und wünschen, dass ihr das Treffen verlasst und euch unverzüglich zu ihnen gesellt. Dallas wird euch alles weitere erzählen und kurz darauf den großen Plan des göttlichen Ordens enthüllen. Dies sind eure Befehle. Nichtbefolgung wird als Verrat am Gesetz Lucians eingestuft. Raymond. Okay. Ach, das ist doch immer so nett mit ihnen. Das gegen das und den Zauber lebendige Wand. Ja. Haben den Ring gefunden. Aber ich drücke mal die falsche Taste. So, ich schicke dir mal den Ring, der muss identifiziert werden. Wo ist er hier? Serie. Lebendige Wand. Reben schießen aus dem Boden, um einen Zielbereich zu versperren und Giftwolken auszustoßen. Klingt doch nett. So, Ring. Kriegsführung und Beschwörung. Ja gut, beschwören habe ich plus 1 auf beides. Brauchst du den? Nee. Obwohl der magische Wert eigentlich gut ist, aber... Dann gucke ich bei meinem Schurken wegen dem Finesse-Bonus. Ja. Ja, mein Schurken könnte... Du meinst Gauner. Gauner-Bonus. Ja, Gauner-Bonus, genau, ja. Gauner und Kriegsführung ist drauf. Das kann er gut gebrauchen. So. Du stehst im Weg, ich kann nicht runter. Sorry. So, dann gehen wir mal rüber in den Keller. Yep. So. Ah, diese falsche Taste. Das ist schlimm.
Gut. Sind das Geister? Nee. Und wir können sie mit Lose retten. Hm? Die Leute da vorne. Warum retten? Gabriella. Ach, wir sind sie dauer unterkühlt. Wir sind allein gefroren. Deshalb wurde vorher gespeichert. Ach gut, es wird gespeichert. Oh Gott sei Dank. Ich hoffe mal, es hat vorhin gespeichert. Wir haben nichts gegen Kälte, ne? Also das war ja... Der Kälte was? Nee. Das war ja etwas, das durch... durch die magische Rüstung einfach komplett durchgeht. Ja gut, vielleicht einen anderen Mal, ne? Vielleicht kommt da ja noch was anderes. Warte, wir müssen zurück. Zurück. Zurück? Ja, zurück. Wenn zurück? Das, ja, du musst die Kiste noch aufmachen. Also die Truhe auf dem Schiff. Das ist ja... Schauen wir mal. Was ist denn diesmal drin? Ah, guck mal, ein Brief und ein Amulett. Oh, das Amulett, ja, das ist... Wer hätte das denn erwartet? Was steht denn in dem Brief? Anna... Gut. Den Zauber noch in die Leiste ziehen. Überlege gerade Frostrüstung. Kann man mit Frostrüstung das darunter? Den nur, das hat kein, macht keinen Schutz davor. Wir können es probieren, aber diesmal speichern wir vorher. Ich schicke Lose alleine runter. Sagst du. So. Frostrüstung. My hands have got numb. Can't stay here. Frostrüstung ist ausgelaufen. Ja. Und neu. Direkt weg. Ja. Aber ich lebe noch. Kommst du aber in die Kiste nicht ran, wa? Beobachtest mich also. Die müsste ich rauf teleportieren. Gut. Da unten ist eine Kiste. Ja, sag ich ja, in die kommst du ja nicht ran. Ich wollte die Fackel irgendwie. Rechbar, ja. Was ist das? Riesennägel. Oh, Stiefel. Habe ich einen Feuerzauber oder so etwas? Nee, das ist... Ah.
Hast du einen Feuer-Zauberstab oder so, den du mir gerade rüber schicken könntest? Komm von hier aus an die Truhe ran. Wo bist du? Am Eingang. Okay. War ich gerade. Komm zurück mit Lose. Bring mir ein Dings her. Feuerzauberstab. Kommst doch so durch. Gibt trotzdem, ich will ja Sachen ausprobieren. Wenn die. Ich glaube, wir müssen die Quelle des Frosts irgendwie wegmachen, um die Truhe öffnen zu können. Kann ich die. Ja, ich kann sie aufheben und wegtragen. Und hier oben kann ich sie auch öffnen. Easy. Ein Bogen ist drin und ein Dolch. Hier ist ein Brief, der an der Wand klebte. Die Tricher. Oh, gut, dass ich mal einen neuen Dolch habe. Ja. Hast du mir einen Feuerzauberstab geschickt? Nein! Warum hast du keinen? Glaub nicht, ich. Doch, ich habe aktuell einen Feuerstab. Guck mal schnell. Ich hatte in irgendeinem Rucksack. Ja, ich habe Läucherungsstäbe, die sind Feuer. Gut, an Lose. Einer reicht ja. So. Und jetzt, zack. Wie greift man nochmal an ohne Steuerung? Steuerung. Glaube ich. Okay, dann sollte. Ja, ein Wasserstab mit der anderen ist halt auch semi-optimal. Was sollst du denn machen mit dem Feuer? Die angreifen? Hoffe mal, das bringt sie nicht dumm. Praise the divine. Okay. Dann lauft raus, verdammt! Idioten. Ach, hält ja nur ein paar Runden. Die haben genug Leben. Weil der Keller ist halt immer noch unterkühlt. Partie lose minus 5. Das bringt also nichts. Hm. Was mir egal. Die Truhe haben wir. For sure. Thank you. It all happened so fast. The water surged in and froze in an instant. We owe you our lives. If you can salvage anything from our luggage, please help yourself. We need to hurry back to the city. We don't have time to dredge it out of the water. Here's okay. The key. Oh, we have. That's the least we could do. We'll never be able to repay you for what you've done. Yeah. The what? Okay. That must have been the sound we heard. And what caused the surge of water? So much for rowing out of here. Now there's nowhere to go but back to the city. We were going to leave Arx, but after this, looks like we're better off staying. Inside those walls is as safe as it's going to get for us, it seems. Farewell. Take care of yourself. Yeah.
Okay, zumindest hauen sie schon mal ab. Und sicher zu gehen. So, dass wir nicht nochmal einfrieren. Wo wir rauskommen. Siehst du, so geht das. Feuermacken. Gut, dann ziehe ich meine Stäbe wieder an. Ach ja. Da sind wir ja fast durch mit diesem Bereich hier. Müssen hier nur nach oben einmal umgucken. Hier ist zum Beispiel ein Stadtführer, falls wir in Axma jetzt eine Touristentour planen. Da oben liegt noch eine Leiche. Mir kommt gerade in den Sinn. Hier, ihr schickt hier Schuhe zum Identifizieren. Und einen Brief lesen. Dieses Buch ist unlesbar. Sehr gut. Das war aber ein Brief und kein Buch. Oh, Schriftrolle der Frostrüstung, Teddybär. Friedricher. Spielzeugschwert. Kann man damit spielen? Oh, dort ist eine Truhe, hast du die gesehen? Hä? Welche? Ja. Nee, ich hatte meinen Kopf. Warte, ich mach auf. Wenn ich die Kiste kaputt mache. Ja, ich glaube schon. Um deine Frage zu beantworten. Also, ich glaube, zumindest ein Teil geht. Okay. Ein Molotow-Cocktail. So. Brustpanzer und eine Schriftrolle. Ich identifiziere gleich. Brustpanzer. Das ist bestimmt zum Identifizieren da. Ja. Ich mal stark von aus. Oh. Die Schuhe sind interessant. Kann ich die Schuhe haben? Jo. Ene? Ja. Und die Rüstung? Nee. Finesse. Ja, eben. Ich kann mit Finesse nicht viel anfangen. Ja, ist auch schlechter als meine aktuelle Schurkenrüstung. Was? Die Schuhe, die du mir geschickt hast, genau. Ja, jetzt habe ich noch mehr Rüstung. Das ist zu schwer. Gut. Ich gebe Enel mal ein paar Sachen schon mal rüber fürs Verkaufen nachher, ne? Ja. Wegen Gewicht und so. Aha. Oh, eine Armbrust. Aber niemand von uns benutzt eine Armbrust. Ja, deswegen habe ich sie auch nicht groß angesprochen. Spitzhacken brauchen wir auch nicht. Ja. Jetzt kann ich wieder ein bisschen was tragen. So, hier hinten ist ein besessenes Kind. Ah, das klingt doch gut. Also, quasi ein normales Kind. Ja, stimmt. Oh,
und das sollten wir öfters machen. Ich quatsch ihn mal an. Okay. Ich kann nicht so gut mit Kindern. Help me. The girl's spine suddenly arches back at an unnatural angle. A squeal of distress morphs into a deep, throaty chuckle. She straightens and looks at you. Her eyes are black. She is ours. You will not speak to her. You cannot help her. Ich sag eins, oder? Ja, überlasse ich dir. Kennst du dich damit aus? Nö. Weißt du, was passiert? Okay. The girl squeezes her eyes shut and bows her head. Her own voice emerges, quavering with stress. I can't do it. I can feel the sunlight and the air and the... The laugh rises once more, and the girl lifts her head. Her gleeful eyes remain pitch black. Fool! She is ours! Any strength is ours! Ja, hält das Mädchen bei den Schultern packen und hinter dem schwarzen Blick des Demos schauen. Es kann es schaffen. Kämpfen! Her eyes clear for just a moment, showing a brief glimpse of the child within. Then the blackness fills them once again, and the demon hisses at you. You give her hope. Good. It will make her spirit all the more delicious for us when she breaks. The child's purity cannot protect her forever. Yeah. Wir helfen dir. She cannot resist us. She is nothing. She doesn't even have a name. Okay. Versuchen hinter die Schwarzen in den Augen des Mädchens zu blicken und sagen, dass du ihm ein paar Fragen stellen möchtest, um ihm zu helfen. Fool. Ja, ich darf auch mal wieder Übersetzung. Ja. Nach dem Namen fragen, ob es sich an eine Katze namens Knöpfchen erinnert. Sie hat es nie allein gelassen, auch nicht, als es in der Katakomben eingesperrt war. Moment, was? Kennen wir das Kind? Soll ich das sagen? Zuerst nach dem Namen fragen. Her name is lost. Nothing. Soon she will be nothing. Vier oder eins? Eins? A flicker of recognition crosses the girl's face before the demon regains control. She whimpers for the creature. You twist the knife in well. A harsh, rattling laugh. You put too much faith in the girl's spirit. She cannot resist us. Hey, wir haben Überredung hoch und Stärke hoch. Wir, ja. In Anführungszeichen. Ja, sorry, ich bin mir gewöhnt, das immer zu sagen, wir. Amadia ist, denn es braucht die Stärke einer Göttin, um diesen Dämon widerstehen zu können. Seid ihr auf dieser Dämoneninsel im Keller? Es kann sein. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe auch die letzten Parts nicht gesehen, wegen dem anderen. Ja! Überredungskunst erfolgt. The girl's eyes clear for a moment, but then are swallowed by darkness once more. Pathetic. Truly pathetic. Perhaps her true name would have helped. Perhaps not. Now get away from us. Your efforts grow tiresome. Okay, können wir hier irgendetwas looten, wo ihr Name draufsteht?
Geister sind ja nicht da. Habe ich ja geguckt. Hm. Quatsch sie nochmal an. Oder willst du lose Quatsch ziehen? The girl's spine suddenly arches back. She is ours. You will not speak to me. Mach du mal. You cannot. The girl squeezes. The laugh rises. Fool! She is ours. Any strength is. Ah, das geht vielleicht. Ich kann mit Lose etwas sagen. Lose, die Mitren sagen, dass du seinen Kampf kennst. Es muss an dem festhalten, was es wirklich ist. Das habe ich auch schon gedacht, ob Lose da vielleicht was drin kann, was sie auch besessen ist. Wide and pleading. She extends a hand towards you. Ist Lose noch besessen? Ich glaub's. Then abruptly strikes herself across the cheek. She looks to you with a snarl. Blackness fills her eyes once again. You should know better than to give her hope. It will only make her spirit more delicious for us. She is nothing ja. more ja, than what we Was? Allow her to be. Callum. Genau. Es verjagt werden kann. Enough! You will not take her from us. Ja, 1-1-1 auf jeden Fall, ja, ja. Noch ein Dämon, ja. Mm-mm. Soll ich wirklich die 1? Nein, das ist deine Entscheidung, das ist dein Follower. Ich habe meinen ja bereits verloren, wie du weißt, deswegen soll ich... Ja. Normalerweise würde ich jetzt speichern und es einfach ausprobieren und sehen, Bro, was passiert. Nein, 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 so läuft das hier nicht. She cannot resist us. She is nothing. She doesn't even have a name. Oh, das war sehr, glaube ich, den Rest hast du eh schon. Fool, you're wasting your time. Her name is Lost. Ja, wie alt ist sie? The girl grimaces in concentration. Her fingers spasm. For just a moment, she extends all digits on one hand and two more on the other hand. 7 also. Freund und Familie? She has nobody, only us. Boah, halt die Klappe. A harsh, rattling laugh. Also zum Dämon. You put too much faith in the girl's spirit. She cannot resist us. Ja, ich komme wieder, wenn ich den Namen kenne. Gab es hier irgendetwas zu lesen? Nö. Also ich habe nichts aufgesammelt. Ansonsten kannst du per Teleportpyramide zu mir kommen. Ja, aber ich bin gerade am Überlegen. Ja, ich habe mich nur schon mal auf Rückweg gegeben. Halt. Ja. Dann würde ich als nächstes sagen, hier links, das scheint mir auch relativ abgekapselt, jedoch natürlich ist da eine Truhe. Ja. Wo? Oh. Mit 400 Gold. Und einem Schinken. Schinken. Oh, wir sind schon bei 34 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.